Der 28. Februar 2017, herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Das herzliche Willkommen im Namen der gesamten Vereinsführung, die hier anwesend ist und bei uns auf dem Podium haben Platz genommen, unser Vereinspräsident Helge Leonhardt und Cheftrainer Pavel Dotschev. Nun gleich zum offiziellen Teil der Pressekonferenz, bitte Helge Leonhardt. Erstmal Blick auf an die Anwesenden. Wir haben heute eingeladen zum, ich nenne es mal so, zum Pressebriefing. Das Briefing werden durchführen meine Person und Pavel Dotschev. Es ist nicht immer so gewöhnlich, dass man das zu zweit tut, da es um die Personalie des Cheftrainers geht. Aber ich denke, es ist auch eine Frage der Würde oder Ehre, dass man das zusammen machen kann. Dazu hatten wir uns verständigt. Deshalb geht es in diesem Briefing einzig und alleine um die Personalie des Cheftrainers, wo ich ein paar Ausführungen machen werde. Dann würde ich gerne dem Pavel das Wort übergeben und ich würde dann noch für das Briefing ein paar Schlussausführungen machen. Die Niederlage gegen Dynamo Dresden hat uns alle sicherlich sehr bewegt. Der Cheftrainer hatte mich um ein Vier-Augen-Gespräch gebeten und danach um ein Vorstandsgespräch, da ja klar nach so einem Spiel Redebedarf immer besteht. Ich habe gesagt, wir schlafen erstmal alle eine Nacht drüber, weil zu viel Emotionen sonst drin liegen. Wir haben uns dann gestern sehr lange getroffen und ein sehr persönliches Gespräch geführt. Und im Nachhinein das gemeinsame Gespräch zwischen Vorstand und Cheftrainer. Ich kann jetzt schon den Herrn Dotschev danken für dieses sehr offene, ehrliche und konstruktive Gespräch, in dem wir in 2 Stunden ausgelotet haben, was ist das Beste für den Verein. Man muss in solchen Phasen immer ausloten, was ist das Beste für den Verein. Mehr außergewöhnliche Ereignisse erfordern manchmal außergewöhnliche Aktionen. Wir alle waren uns klar, dass wir den Klassenerhalt schaffen wollen, schaffen werden, gerade nach dem Fürth-Spiel und nach dem Braunschweig-Spiel. Und dann kam das Dynamo-Spiel, wo wir halt dann gesprochen haben. Wir haben viele Dinge erörtert, auch aus der Vergangenheit heraus, die schwere Situation nach dem Abstieg 14-15, die Knochenarbeit zur Zusammenstellung der Mannschaft, dann der sensationelle Aufstieg, der eigentlich ungewöhnlich ist und nur einmal so stattfinden kann, und dann der Verlauf der Saison mit den vielen Ereignissen der einzelnen Spiele. Pavel wird dann etwas ausführlicher nochmal drauf eingehen. Wir sind dann gemeinsam zu dem Schluss gekommen, insbesondere Herr Pavel Dotschev, dass er es so sieht und dem Club anbietet, quasi zurückzutreten. Das war nicht vorgesehen in meinem Plan, in unserem Plan, weil wir haben nie einen Plan B gemacht vorher. Schon gar nicht hinterm Rücken eines Trainers. Und haben dann nochmal alles für und wieder besprochen. Gehen wir das Modell oder gehen wir das Modell? Machen wir das, machen wir das? Gehen wir das Freiburger Modell oder gehen wir das Modell, das, wo wir uns dann entschieden haben, und wir haben uns letzten Endes entschieden,
dass wir dann auch bei der Zusammenkunft mit meinen Vorstandskollegen Joachim Engelmann, Michael Vogt, Pavel Dotschew, Helge Leonhardt die Entscheidung getroffen haben, wir nehmen deinen Vorschlag an, Pavel, und diese Entscheidung ist am gestrigen Abend gefallen und die kann ich Ihnen mitteilen. Ich möchte, Pavel, dich bitten, ein paar Worte zur Presse zu sagen, ehe ich dann noch ein paar abschließende Worte zur Lage sage. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite herzliches Glück auf. Also es ist so, dass ich mir sicher bin, dass jetzt in dieser kurzen Zeit nicht man alles sagen kann, was am Herzen hat und was man auch fühlt. Deswegen denke ich, werde ich mich sehr kurz zusammenfassen. Ich komme ein bisschen weiter zurück aus, als ich die Mannschaft hier übernommen habe, war im wahrsten Sinne des Wortes eine zusammengewürfelte Mannschaft und die Entwicklung war in der dritten Ligasaison sehr positiv und wir sind mit diesen Jungs aufgestiegen und für mich als Trainer war wichtig, diese Jungs diese Chance in der Liga 2 weiterzugeben und diese Vertrauen zu geben. Und wir haben uns gemeinsam für diesen Weg entschieden. Wir wussten, dass Liga 2 sehr schwer wird für uns. Und wir sind nicht blauäugig oder irgendwie so naiv und denken, wir marschieren durch die Liga 2. Wir haben auch viele Spiele gehabt, wo wir gut gespielt haben, auch Pech hatten, auch die Verletzung von Martin Mennel und einige vielleicht auch Schiedsrichterentscheidungen. Einige Sachen sind schief gelaufen, was in der dritten Ligasaison nicht der Fall war. Und wir sind in so eine Situation gekommen, wo die Mannschaft jetzt unten drin steckt, wo ich persönlich denke, dass die Leistung viel, viel besser war als die Tabelle, was da steht. Und dann hat sich so eine negative Dynamik entwickelt. Und man hat schon immer wieder gezeigt, dass die Mannschaft auch das Zeug hat, auch so wie der Braunschweig der Fall war, wo wir auf sowas aufbauen können, positive Sachen mitnehmen, aber das letzte Spiel, sage ich mal, so gegen Dresden, es hat sich angedeutet, es hat sich gezeigt, dass die Mannschaft verunsichert ist. Die Spannung ist bei den Jungs sehr, sehr groß, sehr hoch. Und ich denke, dass die Mannschaft ist in so einer Situation, dass die Jungs auch ein Ventil brauchen. Und kann ich direkt sagen, nach dem Spiel ist ja die Mannschaft auch ausgepfiffen worden. Und da fühle ich mich auch natürlich betroffen und ich bin verantwortlich für diese Sache. Und ich kann jetzt nicht so emotionlos das alles betrachten und beobachten und gucken und so tun, dass nichts passiert ist. Natürlich diese Entscheidung, die ich getroffen habe oder wo ich auch sehr lang mit Herrn Leonhardt gesprochen habe und mit dem Präsidium, natürlich ist sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich gewesen, weil Sie können sich mal vorstellen oder denken, was mir das auch alles bedeutet. Wir haben hier bei Null angefangen und dass ich diese Entscheidung treffe, das hat mir sehr viel Kraft gekostet. Aber ich bin der Meinung, das muss so gemacht werden, weil ich sage ganz deutlich, es geht nicht um Pavel Dotschew, es geht auch nicht um Persönlichkeiten, es geht um diesen Verein. Was ist das Beste für den Verein? Und ich denke, wenn ein neuer Trainer kommt, neuer Gesicht kommt, vielleicht kann auch diese kurzfristige Impulse geben, die man gerade braucht, weil man hat auch gesehen gegen Dresden, komme ich nochmal zurück, dass die Mannschaft wirklich sehr verunsichert war. Und die haben nicht verlernt, Fußball zu spielen. Die sind fit. Das sind tolle Jungs. Das kann ich euch sehr, sehr deutlich sagen. Das sind richtig, richtig gute Jungs. Und das hat mir sehr weh getan nach dem
Spiel, wie sie ausgepfiffen worden sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war für mich schon so, dass ich handeln musste. Und was ist das für eine Mannschaft ohne Fans oder umgekehrt Fans ohne Mannschaft? Und in so einer schwierigen Situation, natürlich muss man enger zusammenrücken. Und das ist auch das, das hat keiner was davon, jetzt irgendwie so uns zu zerfleischen. Was wir hier haben in Aue, das ist ja einfach für viele Leute, wir können das nicht schätzen. Und das ist für mich, deswegen so, dass ich mich so entschieden habe. Weil ich denke, ich muss den wegräumen, um vielleicht diese letzte Chance, was noch da ist, nochmal um wahrzunehmen und nochmal das auch das Ziel zu erreichen, was wir uns alle wünschen. Und meine Liste bei den Leuten, die ich mich bedanken möchte, ist sehr, sehr, sehr lang und sehr groß. Aber hier sind mein Trainer, zumindest mal die Leute, die anwesend sind, muss ich auch wirklich mich von ganzem Herzen bedanken für eure Unterstützung und für die gute Zusammenarbeit. Also ihr seid mir auch ans Herz gewachsen. Also nochmal, ich möchte mich bei euch bedanken für alles und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. An dieser Stelle möchte ich auch mal bei Michael Vogt, Ben Keller, bei Engelmann und ganz besonders bei Helge Leonard bedanken für die Unterstützung, die sie mir gegeben haben, diese Rückendeckung so lange, und dass die zu mir gehalten haben. Und zum Schluss sage ich nochmal, weil mir dieser Verein viel bedeutet, deswegen habe ich mich auch so entschieden. Und ich wünsche an meinen Nachfolger, ich wünsche an unser Präsidium, die mit Herzblut da sind und die wirklich auch das Beste geben für diese Verein und die werden ausgepfiffen und auch wie meine Spieler. Irgendwann denke ich mir, das reicht, da muss was gemacht werden. Und deswegen habe ich mich so entschieden. Und deswegen habe ich so weit angefangen zu ausgeholt, weil ich sagen wollte, wie wir angefangen haben und wo wir sind gekommen. Und wir pfeifen uns aus und wir zerfleischen uns. Ich wünsche die Mannschaft, ich wünsche alle Beteiligten wirklich nur das Beste vom Herzen. Und es ist wirklich so, dass keine leichte Entscheidung für mich gewesen ist. Dankeschön. Herzlichen Dank, Pavel. In meinen Augen bist du ein Ehrenmann. Du hast Würde und Charakter gezeigt. Das, was gesagt wurde, kommt von Herzen. Du hast für den Club Großes geleistet und dafür gilt mein uneingeschränkter Dank. Auch im Namen des Gesamtvereins. Du hast wesentlich dazu beigetragen, auch ein positives Klima an der Geschäftsstelle zu verbreiten, auch unter den Trainern, auch im Nachwuchs, auch überhaupt bei den Angestellten. Das ist ein menschlicher Zug. Und deshalb müssen Sie jetzt verstehen, deshalb habe ich mich veranlasst zu diesem Pressebriefing. Sie merken das, hier ist noch Emotion drin. Und so kaltblütig kannst du ein Profisportler nicht sein. Ohne Emotionen, wenn du keine Emotionen mehr hast, kannst du auch keine Erfolge haben. Weil dann geht die Seele verloren. Und unabhängig davon ist es eine weise Entscheidung, wo hoffentlich der Verein profitiert. Wir haben aber diese Entscheidung getroffen. Pavel ist für mich menschlich und kompetenzmäßig ein hervorragender Mensch und ein hervorragender Trainer. Und er verlässt den Verein durch die Vordertür. Und er ist immer willkommen in Aue.
Und deshalb, Pavel, mein aufrichtiger Dank. Und ich wünsche dir persönlich für die Zukunft alles erdenklich Gute. Abschließend muss ich noch erwähnen, dass das Training interimsmäßig die Co-Trainer übernehmen. Robin Lenk, Werner Schober, Max Uwanski. Es gab keinen Plan B. Der Plan B wurde jetzt zum Plan A. Es muss ein Cheftrainer gefunden werden. Und das sind die nächsten Aufgaben. Ich möchte appellieren, auch an den Verein, dass wir uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, auf die sportlichen Aufgaben. Wir haben schwere Spiele vor uns und ich ersuche hier um Begleitung, um Zusammenhalt und das, was auch aufgebaut wurde, unter anderem auch durch Herrn Pavel Dotschew, soll fortgesetzt werden in der Hoffnung, dass dann auch die Ergebnisse kommen. In diesem Sinne möchte ich das Briefing beenden und nochmals, Pavel, dir danken. Glück auf.